Der Koran. Eines der bedeutendsten Bücher aller Zeiten. Die Heilige Schrift für über 1 Milliarde Gläubige. Ein Regelwerk, wie man sein Leben führen soll. Dennoch enthält der Koran ungelöste Rätsel. Er kann vielfältige Bedeutungen wachrufen. Es gibt Textstellen, in denen Gott von Frieden und Gnade spricht, aber auch solche, die von Krieg und Gewalt handeln. Von den mystischen Ursprüngen des Korans in der Wüste. Er hörte diese Stimme und die Stimme befahl, lies. Bis zu den grimmigen Warnungen über Gerechtigkeit und Bestrafung. Der Koran erklärt die Strafen des Höllenfeuers überaus explizit. Was liegt im Herzen dieser heiligen Schrift? Welche Geheimnisse birgt der Koran? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sie hören einige der mächtigsten Worte der Weltgeschichte. لله رب العالمين Sie sind der Motor einer der am schnellsten wachsenden Religionen der Welt. مالك يوم Seit 1400 Jahren erklingen diese Worte mit Milliarden von Stimmen. Die Worte des heiligen Buchs des Islam. Der Koran. Muslime glauben, der Koran ist die unmittelbare Offenbarung Gottes an seinen Propheten. Der Koran enthält nicht nur von Gott inspirierte Worte des Propheten oder die Geschichte wichtiger Ereignisse. Er ist Gottes eigene Botschaft an die Welt. Das arabische Wort Koran bedeutet die Rezitierung. Die Schrift soll laut gesprochen werden. Auf diese Weise, so glauben Muslime, kommunizieren sie direkt mit Gott. Der Koran bewahrt Gottes Wort und ist somit Teil Gottes. Daher sind der Text, die geschriebenen Worte, die Seiten und das Buch selbst heilig. Beim Lesen des Koran fallen zunächst die Ähnlichkeiten zu den christlichen und jüdischen heiligen Schriften auf. Sie alle berichten von einem einzigen, allmächtigen Gott. Und erzählen eine Anzahl von gleichen Geschichten. Doch viele sehen den Koran als ein Buch voller Geheimnisse. Seine Verse gelten vielen als die schönsten Worte, die je auf Arabisch verfasst wurden. Sie bilden ein sprachliches Labyrinth und sind eher Poesie als Prosa. Das Format des Buches erschließt sich nicht sofort. Anders als die Bibel folgt der Koran keiner chronologischen oder narrativen Struktur. Stattdessen sind seine 114 Kapitel, genannt Suren, zumeist der Länge nach geordnet. Die längsten Suren stehen am Anfang, die kürzesten am Ende. Der Stil ähnelt ein wenig dem, was wir heute Bewusstseinsstrom nennen. Der neugierige Leser steht verwundert vor der Rätselhaftigkeit des Textes. Der Koran erzählt weder die Geschichte von Mohammed noch die Geschichte der Welt. Er spricht zwar vom Anbeginn der Welt und Gottes Schöpfung, aber nicht am Anfang des Buches, sondern irgendwo in der Mitte. Muslime sehen den Koran nicht als Erzählung oder Geschichte, sondern als Gottes Botschaft an seine Schöpfung, eine Richtschnur für die Gläubigen auf dem rechten Wege. Er ist ein Regelwerk, wie man sein Leben führen soll, wie man Moral definiert und wie man die Welt sowie ihre Schwierigkeiten und Konflikte erlebt. Die Interpretation des Koran ist nicht einfach. Es gibt keine höchste religiöse Institution im Islam, keinen Vatikan, der den Gläubigen die Navigation des komplizierten Textes vorschreibt. Jeder Mensch kommt zu seinem eigenen Verständnis der Schrift. Als Muslim muss man glauben, was im Koran steht. Aber die Interpretation dessen, was im Koran steht, variiert, je nachdem, wen man fragt.
Was also sagt der Koran wirklich? Und was bedeutet es? Die Worte, an denen Muslime heute ihr Leben ausrichten, stammen aus einer spezifischen historischen Epoche und wurden einem bestimmten Volk an einem bestimmten Ort offenbart. Die islamische Überlieferung über den Koran beginnt vor 1400 Jahren in einer kargen Region der arabischen Halbinsel. Es ist die Heimat nomadischer Beduinen sowie der Siedlungen sesshafter Stämme. Heute nennen Muslime diese Epoche Jahiliya, die Zeit der Unwissenheit. Arabien ist zu dieser Zeit provinziell im Vergleich zu den großen Imperien von Byzanz auf der einen und den persischen Sassaniden auf der anderen Seite. Inmitten der Wüste, umringt von Bergen, liegt die Stadt Mekka, das gesellschaftliche, wirtschaftliche und religiöse Zentrum Arabiens. Mekka ist der Umschlagplatz verschiedenster religiöser Konzepte. Doch die meisten Menschen im Arabien des 6. Jahrhunderts glauben an eine Vielzahl von Göttern. Jedes Jahr kommen Pilger nach Mekka zur Kaaba. Dieser Schrein ist das gemeinsame Heiligtum für die verschiedensten Götter und Götzen. Sie glaubten an die Existenz Gottes, aber Gott war quasi zu weit weg, um sich um die alltäglichen Aktivitäten der Menschen zu kümmern. Also dienten diese Götzen als Mittler zwischen den Menschen und Gott. Zur Mitte des 6. Jahrhunderts werden 360 Götzenbilder in der Kaaba aufbewahrt. Die jährliche Wallfahrt bringt gewaltige wirtschaftliche Vorteile für den Stamm, der den heiligen Ort beherrscht, die Kurayschiten. Alle Pilger müssen ein Opfer darbringen, eine Art Steuer zahlen. Es ist ein sehr lukratives Geschäft. Die Kurayschiten haben großen Reichtum angesammelt. Die Stammesführer werden immer reicher, doch die meisten Bewohner von Mekka sind bitterarm. Es gab große Probleme bezüglich der ungleichen Verteilung des Reichtums, der sozialen Gerechtigkeit, der Lage von Frauen, Waisen und anderen armen Leuten. Sklaverei ist in Mekka ganz normal. Neugeborene Mädchen gelten als wertlos und werden oft gleich nach der Geburt begraben. Diese Stadt Mekka ist die Welt, in die im Jahr 570 ein Knabe namens Muhammad ibn Abdullah geboren wird. Der Junge aus armen Verhältnissen soll später der Prophet einer großen Weltreligion werden. Für Muslime gilt es als Gotteslästerung, ein Bildnis von Muhammad zu zeigen. Über Muhammads frühes Leben ist nur wenig bekannt. Die wenigen Quellen entstehen über 100 Jahre nach seinem Tod. Diesen Berichten zufolge verliert Mohammed bereits als 6-Jähriger beide Eltern. Als Waise in dieser überaus ungleichen Gesellschaft gehört er zu den Habenichtsen. Er gehört nicht zu den landbesitzenden Aristokraten, die nahezu alle Aspekte des politischen, gesellschaftlichen und ökonomischen Lebens in der Stadt beherrschen. Doch Mohammed genießt die Unterstützung eines mächtigen Onkels. Im Alter von 25 Jahren ist er ein erfolgreicher Händler, der Führer einer Karawane mit einem Ruf als gewiefter Geschäftsmann. Mohammed gilt auch als Mann von großer Integrität und zieht die Aufmerksamkeit einer wohlhabenden älteren Witwe namens Khadija auf sich. Sie stellt ihn ein, um ihr Karawanengeschäft zu leiten. Bald darauf schlägt sie die Heirat vor. Traditionellen islamischen Biografien von Mohammed zufolge erlangt er wirtschaftlichen Erfolg und führt eine glückliche Ehe. Viele halten ihn für ein Mitglied einer kleinen Gruppierung, welche die in Arabien vorherrschenden heidnischen Bräuche, die Rituale, den Polytheismus für falsch hielt. Von Zeit zu Zeit zog er sich zurück, um über die menschliche Existenz nachzudenken. Bei einer solchen Gelegenheit zieht sich Mohammed in eine Höhle außerhalb von Mekka zurück.